Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Ich bin mal wieder auf der IBC. Bei mir ist Michael Lehmann-Horn von Magic Multimedia oder von Edios oder von Grass Valley. Naja, wir sind Grass Valley Distributor, aber schon die Firma Magic Multimedia. Gut, und Neues gibt es bei Edios, die Version 9, und das erklären wir jetzt. Die Version 9 ist jetzt, sage ich mal, HDR-ready. Ist das korrekt? Ja, das ist eine der Stichwörter hier auch zur IBC. Generell das Thema HDR, und bei Edios 9 ist eine der großen Neuerungen tatsächlich eine HDR-Unterstützung, die es eigentlich jedem Anwender relativ einfach macht. Das heißt, man kann relativ unkompliziert mit HDR arbeiten. Jeder, der sich bislang mit HDR befasst hat, wird festgestellt haben, ist doch nicht so einfach. Aber jetzt ja, da hatten wir eigentlich gerade eben so im Vorfeld die Diskussion, du wolltest eine HDR-Schulung machen, hast sie am Ende abgesagt, weil war zu kompliziert. Was war denn zu kompliziert? Es war tatsächlich so, dass also einmal die verschiedenen Formate, PQ oder eben Hybrid Log Gamma und die Vor- und Nachteile dazu, aber auch einfach die Möglichkeit zu haben, okay, ich drehe mal schnell mit einer Kamera in HDR und dann schaue ich mir das mal eben auf dem Monitor an. Das ging ja gar nicht, sondern du musstest eigentlich immer schon ein bisschen rumdrehen. Und dann ist die Frage, wie drehst du eigentlich rum? Und um richtig rumdrehen zu können, musste man sich ganz gut auskennen. Und dann gab es unterschiedliche Expertenmeinungen. Naja, nicht so einfach. Und jetzt gibt's welche Version oder andersrum, welche Lösung, damit das jetzt einfacher wird? Also zunächst mal, wir sehen ja am Markt, dass es auch andere Teilnehmer gibt, die versuchen, das einfacher zu machen, weil sie natürlich auch ein gewisses Interesse daran haben, zum Beispiel ihre Displays zu verkaufen. Sony ist da sicherlich ein Vorreiter. Die sprechen jetzt von Instant HDR, sodass man also tatsächlich einfach mit der Kamera was aufzeichnet in HDR und dann schaut man sich es auf dem Fernseher an und man sieht das in HDR. Das ist eigentlich total simpel, ja? Aber das ist auch genau das, was es eigentlich jetzt allen ermöglicht, auch HDR zu machen. Nur, wir wissen das. Normalerweise ist es nicht damit getan, was zu filmen und es dann am Fernseher anzuschauen, sondern da ist noch dieser kleine Bearbeitungsschritt dazwischen. Der ist jetzt mit Edios wirklich komplett möglich. Das heißt, ich kann das Material importieren, es wird direkt von Edios erkannt. Das heißt, die verschiedenen Farbräume oder auch HDR-Einstellungen werden direkt aus dem Material ausgelesen. Ich habe in Edios eine entsprechende oder die entsprechenden verschiedenen HDR-Projekteinstellungen. Kann also jetzt, um bei Sony zu bleiben, einfach Hybrid Log Gamma einstellen, BT2020 als Projekt. Die Clips werden entsprechend erkannt. Ich kann ganz normal meine Bearbeitung machen und am Schluss das wieder genau in dem gleichen Format ausgeben. Entweder auf meine Kamera zurückspielen, von der Kamera am Fernseher, aber dann eben geschnitten abspielen, oder auch als MP4-Datei in 10-Bit mit der entsprechenden HDR-Kennung ausgeben, zum Beispiel für YouTube oder eben einen Fernseher, wo ich eine Speicherkarte oder einen Stick reinstecke. Das heißt, der Camcorder wird eigentlich wieder zum Player am Ende, aber dazwischendrin wird das Material nativ in einem Log-Format durchgeführt und kriegt immer nur die Information mit, Achtung, ich bin eine HDR-Datei. Genau. Und das Schöne ist, man muss sich darum überhaupt nicht kümmern, weil es die Software einfach erkennt und richtig macht. Ja. Und jetzt haben wir HDR, da hinten haben wir aber auch noch Edios Cloud stehen. Das heißt also, in Zukunft muss ich Edios abonnieren. Genau das eben nicht. Cloud ist eins der großen Wörter, eben auch hier auf der IBC. Ich denke, HDR und Cloud sind wirklich zwei entscheidende Begriffe. Deshalb hat auch Edios hier natürlich eine Antwort. Immer mehr Leute haben ihr Material, ihr Archiv, ihr Videoarchiv in der Cloud. Und jetzt ist es so, wenn dann die Aufgabenstellung kommt, ich habe irgendwie jetzt einen längeren Schnipsel in der Cloud und ich brauche aber nur ein bisschen was davon, ja, dann lade ich mir mal schnell alles runter, zahle ein Heidengeld an Amazon dafür, dass ich diesen Download mache, denn der kostet Geld. Dann schneide ich mir den Schnipsel raus. Das ist natürlich für viele nicht unbedingt zielführend, sondern da, wo das Material ist, soll auch der Schnitt passieren können. Das heißt, für diejenigen, die eben so mit Cloud-Speicher arbeiten, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eben auch Edios in dieser Cloud laufen zu lassen, in einem zum Beispiel Amazon Workspace, oder es gibt auch andere Virtualisierungsmöglichkeiten. Und dafür ist Edios jetzt vorbereitet, kann entsprechend auf diesen Speicher zurückgreifen. Und ich kann sogar, wie wir es hier zeigen, von einem MacBook, von einem Mac auf die entsprechende, auf diesen virtualisierten Arbeitsplatz zurückgreifen und mit Edios im Prinzip von überall aus arbeiten, einfach mit dem Footage, was ich in der Cloud habe. Das heißt, also im Prinzip ist es so, dass ich trotzdem eine installierte Software habe und mit der aber auf einen Speicher zugreife. Das ist die Funktion Cloud.
Grundsätzlich ist der Workspace oder eben der Arbeitsplatz, der Rechner, der ist eben nicht bei mir lokal, sondern der ist in der Cloud, in einem Rechenzentrum. Und ich greife von irgendeinem Endgerät auf diesen Arbeitsplatz zu. Der Arbeitsplatz selber hat wiederum den Zugriff auf den Speicher. So ist es technisch. Dann würde das am Ende bedeuten, ich könnte eventuell sogar mit einem Tablet schneiden. Ja, genau. Also ich muss mich nur mit irgendeinem Gerät, mit einem Smartphone, was auch immer, in diesen Workspace einloggen. Jetzt ist auf dem Handy zu schneiden, ist nicht immer so ganz komfortabel, aber es geht technisch, ja. Okay, jetzt ist es ja so, zwei Funktionen für eine 9er Version ist ja nicht so wahnsinnig viel, wenn man es genau betrachtet, auch wenn es ADR ganz einfach macht. Ja. Was ist denn sonst noch so mit dabei? Also zunächst muss man vielleicht generell sagen, dass Edios hat ja schon in den letzten zwei Versionen, Edios 7, Edios 8, ein neues Prinzip eingeführt, dass man nämlich während des Produktzykluses die ganze Zeit nicht nur Bugfixes und irgendwelche Formatanpassungen liefert, sondern wirklich auch eine ganze Reihe von neuen Funktionen. Wir haben das bei Edios 8 zuletzt gesehen, wo wir eben mit einer 8.0 gestartet sind, die schon einige neue Funktionen hatte, aber dann ist eine 8.1, eine 8.11, eine 8.2, 2.1 und so weiter gekommen, bis zur letzten Version, das war die 8.5.2. Und jede dieser Versionen hat zum Teil ganz erhebliche Neuerungen, wie zum Beispiel eben den primären Farbkorrekturfilter, Lookup-Table-Unterstützung, Motion-Tracking. Kürzen wir es ab, auf gut Deutsch. Du willst sagen, es gibt neue Versionen oder neue Funktionen, die mit dieser 9er Version dann auch kommen. Welche sind es denn dann, die man jetzt erwarten dürfen? Also, bevor ich zu den Sachen komme, die man erwarten kann, vielleicht noch ein paar Sachen, die jetzt einfach drin sind in der 9.0. Einmal ist es so, dass weitere Formatunterstützung drin ist, zum Beispiel das Canon RAW Leitmaterial von der C200 wird direkt unterstützt. Dann haben wir Unterstützung jetzt für RAW Stills in einer höheren Auflösung, also jetzt mit 10-Bit Cinema DNG Material beispielsweise kann entsprechend importiert werden. Und weitere Neuerung ist, dass in der Vergangenheit war es so, wenn ich UHD 50 oder 60p bearbeitet habe und ich wollte das auf einen externen Kontrollmonitor in Echtzeit ausgeben, dann gab es eine künstliche Limitierung in Edios, die das nicht erlaubt hat, selbst wenn ich eine Hardware hatte, die das konnte. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass NHK, der japanische Staatsfernsehsender, eine große Anzahl von Edios Turnkey-Systemen gekauft hat und nur die waren in der Lage, dieses UHD 5060p eben auch in Echtzeit ausgeben zu können. Diese Barriere hat mir jetzt fallen gelassen. Es ist allerdings auf Edios Workgroup begrenzt. Dort mit Edios Workgroup kann ich eben jetzt auch mit diesen Karten die 12G oder HDMI 2.0 mit UHD 5060p unterstützen, also zum Beispiel von AJA oder Blackmagic, das Signal in Echtzeit ausgeben. Das ist etwas, was auch in der Workgroup-Version neu ist. Das heißt, das ist eigentlich im Prinzip nochmal so zum Zusammenfassen eine Ausgabe von HDR auf einen Monitor. Und jetzt muss man ja mal dazu sagen, die Monitore, die wir jetzt so sehen, da oben haben wir einen hängen, haben wir gesagt, kostet 30.000 Euro, kann kein HDR. Es geht eigentlich eher um Konsumergeräte. Genau, also ich denke, das ist auch der Witz, wo ja Sony auch letztlich hin will mit seinen Kameras. Es wurde jetzt am Freitag eine neue Kamera präsentiert, die Z90, die eben dieses Instant HDR hat. Die Aufnahmen hier sind von der Kamera. Ich habe die mal schnell gemacht, hier ins Edios rein. Edios hat sofort erkannt und stellt es auch jetzt hier zum Beispiel auf diesem Atomos-Monitor auch korrekt dar. Wenn ich jetzt einen Consumer-HDR-Monitor anschließen will, dann kann ich im Prinzip ja schon eine sehr günstige Karte für 200 Euro nehmen, die einfach das HDMI-Signal rausgibt und entsprechend darstellt. Diese Besonderheit mit UHD 5060p, das ist wirklich für die, die halt in diesem sehr speziellen Format arbeiten wollen. Ein Fernseher, der das darstellt, ist jetzt gar nicht mehr explizit teuer. Die Hardware ist aber schon teurer. Also die Schnittkarten jetzt von AJA, die HDMI 2.0 haben, die liegen bei etwa 3.000 Euro. Das ist also schon ein gewisses Investment. Bei Blackmagic ist es etwas günstiger. Da geht es, glaube ich, so ab 1.200 Euro los. Aber ich sag mal, für die breite Masse ist es wahrscheinlich interessant, eine klassische I.O.-Karte wie die Intensity Pro 4K zu haben. Die hat zwar jetzt nicht diese HDR-Flag, das heißt, die übermittelt nicht, hallo, ich bin HDR, aber da kann ich am Fernseher einfach sagen, ich habe jetzt ein HDR-Signal und dann kann ich bei der Bearbeitung in Echtzeit mein HDR-Bild sehen, selbst in 4K, dann halt bis zu 30p, das ist schon recht cool. Also es ist schon angekündigt, also einmal in der 9.0 sind noch Kleinigkeiten verbessert worden, man hat ein bisschen an der Oberfläche noch optimiert, da ist man vor allem auf Rückmeldungen von Anwendern eingegangen, auch witzigerweise auf Sachen, die ich gesagt habe, also ein bisschen bessere Kontrastverhältnisse im Bin-Fenster, dass man Sachen einfach besser lesen, besser erkennen kann.
Aber angekündigt hat man jetzt schon Motion Tracker für den Layouter, also dass man sozusagen Bildflächen irgendwo hin tackern kann oder Titel, sodass die sich entsprechend mitbewegen. Man hat angekündigt Closed Captioning Support, das ist also auch wieder für die Workgroup, ist eher für den Broadcast-Markt interessant. Und aber auch eine Funktion wie Background Rendering, das also im Hintergrund, wenn der User gerade nichts tut und es doch irgendwas, was vielleicht zu rechnen sein könnte, dass es im Hintergrund dann gerechnet wird. Normalerweise muss Edios ja nicht rendern und macht alles in Echtzeit, aber klar, wir gehen Richtung 8K, das ist auch angekündigt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Rechner gerade nichts zu tun hat, dass er doch was zu tun bekommt. Ne? Ja, und damit nähert man sich dann irgendwie dem alten Fast an, das immer im Hintergrund gerechnet hat. Ja, nur auf eine Art, wo es den Prozess gebremst hat. Hier wird es jetzt so sein, dass man davon eben nichts mitkriegt und es tatsächlich was bringt. Ja, da sind wir mal gespannt, ob das stimmt. Und in diesem Sinn bedanke ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal für dieses Video und Daumen hoch. Bis denn. Tschüss.